Seine Karriere liegt jetzt in Trümmern. 2018 hatte der damalige Schalker noch einen Marktwert von 20 Millionen Euro und wurde in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Jetzt ist er gerade mal eine 500.000 wert und darf mit seinem Club Fenerbahce nicht ins Trainingslager. Fenercoach Jesus plant nicht mehr mit ihm. 2018 lehnte er ein Vertragsangebot von Schalke ab. Er wollte mehr Geld. 5,5 Millionen Euro sollten Schalke seine Dienste kosten. Die S04-Verantwortlichen gingen nicht drauf ein. Er wechselte zu Crystal Palace. Das war der Anfang vom Ende für die Karriere von Max Meyer. Was meint ihr? Kriegt er nochmal die Kurve? Mit 26 Jahren ist er eigentlich im besten Fußballalter. Vielleicht sehen wir ihn ja auch nochmal in der Bundesliga. Bei welchem Club könntet ihr euch Max Meyer vorstellen? Plus weg für mehr Fußball.